Bewegung für Liberalisierung. Es ist gut, dass der Medizinalhand jetzt da ist. Es ist aber ganz schlecht, wie der momentan gemacht wird. Denn in Deutschland wird erst am Ende 2020 überhaupt mal produziert und wir kommen gar nicht hinterher. Also lasst uns die Chancen nutzen. Das Thema ist jetzt wirklich reif. Die gesellschaftlichen Mehrheiten sind da. Und am Schluss darf man auch mal loben. Die Stadt München hat ja jetzt Modellprojekte beschlossen. Ersten Schritt gemacht. Das reicht noch nicht, aber es ist ein Schritt nach vorne. Das heißt, von den Städten geht auch die Bewegung aus. Aber im ländlichen Raum war das genauso. Ich danke euch und wünsche euch alles Gute. Wir werden weiter gemeinsam kämpfen, bis das fällt. Das muss kommen. Kampf frei!